Weiter geht es mit einer neuen düsteren Folge Gotham Knights. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz düster mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wenn ihr da draußen mich ein wenig supporten wollt, geht ganz easy, einfach nur eine kleine Bewertung da lassen. Gerne einen Kommentar schreiben. Was haltet ihr von Clayface? Geiler Typ oder sagt ihr, nee, Clayface, nur der Joker. Alle anderen Schurken im Batman-Universum sind Schmutz. Alter, was hätten die auf einmal aus? Putz. So, ich würde sagen, wir triggern mal den alten Clayface. Und ich habe einen neuen Skin für Nightwing. Was haltet ihr davon? Geiler Skin, schlechter Skin. Oh. Nur noch eine Pfütze. Um sicher zu gehen, brauche ich noch mehr Lehm. Okay, wir brauchen noch mehr Lehmproben. Wir sind alle hier so in der Nähe. Der nächste ist hier und dann da hinten ist noch einer. Triggern wir mal den alten Clay to the Face. Ja, Clayface, wie gesagt, einer meiner Lieblingsschurken aus dem Batman-Universum. Ich fand den immer sehr cool, Clayface. Dank der Animationsserie. Alles okay, Clayface? Siehst übel aus. Danke! Gerne! Grüß deine Mutter von mir, ne? So, der nächste ist hier und hier ist noch jemand. Ich brauche mehr Lehm. Hier hast du eine Lehmprobe. Und dann haben wir Clayface getriggert. Was halte ich von dem Spiel jetzt, wo ich so eine Weile gespielt habe? Also es ist nicht das Gelbe vom Ei. Es hat viele Dinge, die gehen mir richtig auf die Nerven, wie halt die echt schlechte Steuerung. Ja, und das von einem Batman-Spiel. Ja, wenn man bedenkt, wie gut eigentlich Batman viele Dinge eingeführt hat. Den Enterhaken. Clayface? Das Free-Flow-Kampfsystem und so weiter und so fort. Also der hat ja so viele innovative Dinge gemacht und dann fühlt sich das alles so... Das muss man auch gespielt haben. Ich glaube, über das Video merkt man das nicht so. Man muss es erlebt haben, gespielt haben. So, habe ich meinen Clay. Ich brauche definitiv mehr davon. Ja. Ich habe meinen Clay und was ist das hier drüben? Auch ein Rächer. Was ist das denn? Na also. Alright, irgendwas eingesammelt. Ja, also die Steuerung finde ich von dem Spiel einfach nicht gut. Und viele Dinge sind halt auch nicht perfekt, aber ich bin ganz fair, ich finde nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich finde nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Also ich spiele es eigentlich ganz gerne, wenn ich ehrlich bin, weil es hat... Also ich bin auch empfänglich für sowas. Ich mochte auch Avengers, weil man da eben einfach so vor sich hin datteln kann. Ne? Also es ist perfekt, wenn man jetzt vielleicht für Let's Plays nicht, aber wenn man privat so spielt, glaube ich, ist es ganz geil. Wenn du dann noch einen Kollegen hast, der sich's auch holt und ihr sitzt da so abends und quatscht ein bisschen. Vielleicht wohnt der Typ ja weiter weg. Internetbekanntschaft, was weiß ich. Und ihr sitzt einfach ein bisschen rum, quatscht ein bisschen, macht so eure Sachen, sammelt was ein, quatscht ein paar Gegner weg. Dafür ist es irgendwie cool. Ja, also wenn man das haben will, dann kriegt man das. Und ich muss auch sagen, ich finde die Charaktere auch alle ganz, ganz nice. So. Ja, so. Nimm das! Find die cool. Pinguin, Harley, Mr. Freeze muss ich noch entdecken. Ich habe etwas seltsamen Lehm zur Analyse. Wow, bin schon gespannt auf die Analyse. So, warte mal, hier war doch noch eben die Lady hier drüben. Die sind noch schlimm. Ah, hier, 400 Meter. Also ja, dafür ist das Spiel irgendwie chillig. Aber ich glaube, zum Zugucken ist es halt für die meisten Leute nicht so geil. Ist mehr so zum selber spielen. Und man muss halt drauf stehen. Da bist du ja. Das meine ich, die Steuerungsstellen, weil... Ich will da rüber. Stellenweise so unbefriedigend. Das macht halt viel aus. Ich finde immer, eine Steuerung ist das halbe Spiel. Ja, Grafik kann man drüber wegsehen, wenn der Spielspaß sitzt. Weil man sich denkt, ja gut, das ist vielleicht nicht das hübscheste Spiel, aber es macht einfach Bock.
Aber Steuerung ist halt das, was du permanent machst, ja? Du bewegst dich permanent in dem Spiel. Und wenn die nicht bockt, dann ist das so ein Riesenproblem in dem Spiel, was die Leute meistens nicht so sehen. Was ich nie verstanden habe. Also schon damals, als ich noch Spieletester war, vor 20 Jahren, habe ich immer gedacht, Leute, die Steuerung ist das A und O. Wenn es keine Freude macht, sich in der Welt zu bewegen, kannst du das Spiel doch eigentlich vergessen. Das ist super wichtig. Soll ich einen Herzinfarkt bekommen? Sorry. Also, wo ist Batman? Er schuldet mir einen Kaffee. Sie müssen wohl mit mir Vorlieb nehmen. Das tut mir leid. Ehrlich. Er hat meiner Mutter und mir sehr geholfen. Wie geht es, Leslie? Es ist ewig her. Es geht ihr gut. Sie genießt ihren Ruhestand und nimmt Arztserien auseinander. Aber es gibt noch einen Haufen Arbeit zu tun. Für uns beide. Diese Stadt gönnt einem keinen Schlaf. Sie haben den Menschen in Gotham geholfen. Und das ist gut. Also weiter so. Besuchen Sie mich ab und zu. Wenn ich etwas finde, gebe ich es an Sie weiter. Wenn ich nicht auf Sie Acht gebe, schickt Mutter uns möglicherweise beide in die Notaufnahme. Ich lasse mich blicken. Ärztliche Anweisung. Nebenaktivitäten sind einfach nur irgendwelche Dialoge, ha? So, wir haben viel zu tun. Wir müssen einmal hier hin, wegen Clayface. Und dann nochmal wegen Miss Quinzel. Der Glockenturm. Erst nach 12? Waren wir nicht schon viel weiter? Huh. Anscheinend nicht. Okay, ich bin mal gespannt wegen Clayface. Schön, direkt, dass Sie noch ganz sind. Diesmal. Die Probe scannen. Ich verstehe es einfach nicht. Clayface fiel beim letzten Kampf mit Batman in eine Turbine. Wie hat er das überlebt? Keine Ahnung. Die hat ihn zerfetzt. Sieht so aus, als hätte er überlebt. Die kleine Smoothie-Achterbahn hat ihm wohl nicht gereicht. Also gut, was wissen wir über unseren neuen Freund? Naja. Wisst ihr, ich habe die DNA von Clayface schon einmal untersucht, aber das hier ist etwas komplett anderes. Die Struktur ändert sich ständig. So als könnte sie sich nicht wieder zusammensetzen. Wir haben beschädigte Nukleotide, instabile Phosphatgruppen und extreme Synthesestörung. Das ist nicht mal für Clayface ansatzweise normal. Diese Probe wirkt über alle Maßen durcheinander, fast so als wollte sie fünf Dinge gleichzeitig sein. Oh, vielleicht weil diese Teile von ihm allein einfach nicht ausreichen, um sich zu einer bewussten Gesamteinheit zu stabilisieren. Ihr zieht schon wieder eure Nerdnummer ab. Sorry. Clayface ist vielleicht an zu vielen Orten auf einmal und hat daher Probleme, irgendwas Bestimmtes zu sein. Aber je mehr Clayface zusammenfindet, desto stärker und schlauer wird er letztendlich. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Was, wenn er bereits ein Bewusstsein hat? Wir können ihn doch nicht einfach so lassen. Wenn wir ihn zusammenfügen, gefährden wir die gesamte Stadt. Das Risiko ist viel zu groß. Das würde uns ohnehin nichts bringen, wenn wir gar nicht wissen, wo er ist. Das Staubecken ist mit der Kanalisation der gesamten Stadt verbunden. Er könnte überall sein. Wahrscheinlich sind sogar noch Teile von ihm im Trinkwasser. Das war's dann wohl, Jason. Ihm passiert nichts. Hoffe ich zumindest. Ich scanne die Stadt nach der Tonsignatur und ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Na dann viel Spaß dabei. Deswegen trinke ich kein Leitungswasser. Nee, weil es mir nicht schmeckt. In Amerika würde ich es wahrscheinlich nicht trinken, weil... ja, Amerika halt. Ich war schon in Amerika und das Leitungswasser ist echt... ja. Selten. Ich kann nicht mal was Gescheites herstellen für ihn. Oh doch, hier geht ein bisschen was. Ja, ich habe die Kohle für. Oder sagen wir mal, ich habe die Materialien dafür. Rüsten wir direkt mal aus. Moment. Hier brauche ich unbedingt was Besseres. Da bin ich richtig wack. Ah, warte. Ich glaube, ich nehme nur die hier.
Habe ich auch noch ein bisschen Buffness drauf. Ich wollte noch zu Fähigkeiten. Habe ich hier einen Punkt? Ich habe einen. Den sparen wir uns, oder? Auch das hier, guck mal, allein das Menü. Du kannst einfach, wenn du jetzt unten bist... Ich komme nicht in die Mitte. Jetzt, das ist so... So ätzend. Ich komme easy nach oben, nach links und rechts, aber... Ich komme nicht in die Mitte so richtig. Das sind also Sachen, das spielt... Also die Steuerung ist super träge, klobig, unangenehm. Es ist einfach so. Untersuche die Fallakte von Clayface. Fallakte Dr. Clayface. Starten. Let's go. I want Clayface. Setzen wir wieder zusammen. Er ist in eine Turbine reingeraten. Alright. Erst der Überfall, jetzt die Sache an den Docks. Was führt Clayface nur im Schilde? Schwer zu sagen. Mr. Carlo war schon immer unberechenbar. Mr. Carlo. Der beste Zeitpunkt, um das herauszufinden, ist jetzt. Vorsicht. Wir wissen noch immer nicht, was die Turbine mit ihm angestellt haben könnte. Er wurde ordentlich durchgeschakert. Widerlich. Clayface ging offenbar da lang. Die Elliot Studios sind wohl ziemlich helle, wenn sie so viele Scheinwerfer kaufen. Wer klaut denn diesen Schrott? Vielleicht kommt Clayface dem Musical. Vielleicht will er das auch endlich haben. Nach Batman dem Musical muss endlich Clayface dem Musical kommen. Die Welt braucht es. Shut up and take my money. Okay, wo ist denn unser großer Lehmklumpen? Job, den wir je hatten. Hat Clayface auch eine Bande? Ich weiß nicht, wer ihn mitgebracht hat, aber ich schulde ihm einen Drink. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Leminatoren? Aber wie können die sich alle eine Bande leisten? Das ist ja Wahnsinn. Säure. Aber was ich, das ist auch ein bisschen schade, dass die Gegner quasi alle gleich sind. Auch wenn es eine andere Gang ist, setzen sie dieselben Sachen ein. Ja, okay, das ist ein bisschen anders. Gut. Komm, wie geht's? Burn, Baby. Schon ekelhaft, die Gesichtslosen, ne? Was genau bist du? Ich meine, das Gesicht ist verschmolzen, der Körper ist Mensch. Oder auch nicht. So einfach lasse ich dich nicht davonkommen. What the heck is going on? Clayface ist hier und er ist schnell. Verstanden. Bleib an ihm dran. Okay, das Keine ist Sorge. Cool. Ich mach das. Das ist richtig cool. Also die Nebenmissionen sind nice. Die Nebenmissionen sind richtig nice. Ich sag ja, so schlecht ist das Spiel nicht. Es ist vielleicht nicht das beste Spiel, aber es ist nicht schlecht. Ich finde, es wird ein bisschen zu hart in die Kritik genommen. Es hatte auch echt viele Schwierigkeiten, was die Entwicklung angeht. Leider. Es war ja mitten in der Corona-Zeit alles, hatte Verzögerung. Das Spiel, so wie ich das verstanden habe, hätte ja auch schon vor 2 Jahren released werden sollen. Und dann... Viele Problemos. Ruf Sanitäter her. Wir haben einen Haufen Autounfälle. Ja, sofort. Aber ich persönlich finde es auch nicht hässlich, weil viele sagen, das Spiel wäre so hässlich. Man sieht zwar, dass es so ein bisschen angestaubt ist und nicht wirklich Next Gen ist, aber hässlich ist es auch nicht. Allein die Kulisse jetzt so im Hintergrund. Sollte ich immer mal probieren. Er will in den Untergrund. Vielleicht geht er in die Kanalisation. Aber warum? Um mit den Turtles eine Pizza-Party zu machen. Denn wir wissen ja, die Turtles sind im selben Universum wie Batman. Gibt's ein cooles Crossover. Wo Batman das Ooze bekommt und dann zur Mutantenfledermaus wird. Echt gut. Lesenswert. Ich glaube, gibt auch einen Film. Für Leute, die nicht lesen wollen.
Laminatoren in meinem Gulli. Laminatoren in meinem Gulli. Na, mögt ihr Säure, ihr Lehmschwaden? Okay, ich hau die zu Brei, bevor überhaupt die Säure einsetzen kann. Ach so, guck mal hier, die Beleuchtung und alles. Das ist kein hässliches Spiel. Alter, was geht hier ab? Burn, du Lehmklumpen, du hässlicher. Okay, Nightwing ist ultra OP und der ist noch nicht mal ansatzweise so gut ausgerüstet wie ein Robin. What? 4 von 5, einer fehlt. Nee. Okay. Alle dood. Gut, gehen wir mal rein. In die Lehmgrube. In den alten Lehmgulli. Allein im Dunkeln. Nein, nicht allein mit ihm. Okay, bist du wahnsinnig? Ich will nicht wissen, was das war. Da ist er doch, der alte Buttergolem. Der Golem. Der Monster. Ist das ein Clayface-Batman? Ich hätte dich schon längst töten sollen, Basil. Den Fehler mache ich nicht nochmal. So ist das nicht gelaufen. Du hast Geiseln genommen. Batman wollte ihnen nur helfen. Du bist selbst in die Turbine gefallen. Woher weißt du das? Du warst... Ich habe die Aufnahmen gesehen. Er hatte nichts damit zu tun. Wenn Batman will, dass ich das Drehbuch umschreibe, soll er gefälligst selbst kommen. Er soll kommen. Geht nicht. Er ist tot. Aber er war beim Staubenden. Das ist fast ein Jahr her, Basil. Vieles ist anders. Dreimal Clay to the face? Ich erledige dich hier und jetzt. Wow. Ich. Also, die sind auf jeden Fall schon mal ziemlich strong. Du bist erledigt. Wie traurig er war, als Batman tot ist. Du stehst mir nicht fertig. Alright, testen wir mal hier meinen Super Move. Alter, das ist so ein heftiger Move. Okay, der ist richtig strong, ne? Batman ist tot, Basil. Das hilft auch nicht weiter. Dieser Film erzählt eine wahre Geschichte. Meine Geschichte. Obwohl ihr sie nicht.
kommen. Es gibt noch mehr? Ich tue damit meine Körperhaltung mit. Boah, der Move, ne? Der ist so sick. Auch der hier, das ist, also Nightwing ist okay. Nightwing ist richtig okay. Au. Bam. Bist du bereit? Boah, 200 nochmal hinterher. Was ist los mit dem Dude? Komm schon, Alter. Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin, wie gesagt, super OP. Was passiert jetzt? Okay, er will noch eine Runde, ha? Huh? So, wieder einer Platz. Putz. Boah, beide getroffen. Fies. Das wird nicht lange dauern. Auch die ganzen Elementar-Moves, ne? Genau, richtig böse Schaden bei ihm hier. Oh, wow, 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 wow. Batz. Igitt. Gotham ist die perfekte Kulisse für mein nächstes Projekt. Du wirst es lieben. Wir sehen uns so am Himmel. Glockenturm, ich komme nach Hause. Clayface ist entwischt. Sehr geile Nebenmission. Sehr, sehr geil. Alter, er macht so einen irrsinnigen Damage. Nightwing ist bis jetzt King. Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Also, es gibt unterschiedliche Talents. Mhm. Ja. Das heißt, es gibt verschiedene Wege, um Talents zu erschaffen. Ich befürchte, das ist schlecht für deine langfristige Entwicklung. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Du wirst keinen Talent im Glockenturm erschaffen, Tim. Tim, kein Talent im Glockenturm. Böser Tim. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht nur zu Forschungszwecken. Nur so ein bisschen. Timothy Jackson Drake. Nein. Nein. Oder soll ich die Zeitung rausholen, die gerollte? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.